Hier spricht wieder euer Peter Gaming. So Leute, und jetzt denke ich Leute, werden wir die Maske des der Exemon machen, Leute, würde ich fast sagen. So werden wir jetzt so rüberlaufen zum großen Tempel. Sind wir ja in der Nähe, Leute. Und dann schauen wir mal, was mit der Exe. Und somit dann den dritten Gegner hier in diesem Gebiet, das sozusagen den dritten dieser Reihe, in unserer neuen Reihe, eliminieren, dass wir langsam immer näher unser Ziel kommen, Leute, an die Schlange. Bin ich mal gespannt, wer die Exe ist, Leute, und dann... So bin ich jetzt mal gespannt, wer die Exe wird. Ne? Sind wir ja fast da, Leute, bei der Exe. Das Schwert haben wir ja von dem Tempel, Leute, vom Park. Der, das hier den Tempel hat, Leute. Ja, und das ist nicht schlecht, wenn man den Tempel, zu dem Tempel jetzt gehen, der jetzt das Schwert haben. So, jetzt sprechen wir mal mit Oman. Der Name wird schon mal heftig aus, schwierig auszusprechen. Und hier alle Feuer, das sieht echt schön aus. Mal gucken, wo man rum ist. Du gibst mir die Schuld, du Feigling? Du, der du dich die letzten... Okay. Oh, okay. Super. Schau mal, was hier passiert. Vielleicht fehlt noch ein Teil des Rituals. Ich will nichts mehr davon hören. Glaube mir bitte, wenn unser Kind stirbt, sterbe ich. Nein, mein Lotus. Sag bitte nicht sowas. Ich suche jetzt den Seher auf. Jetzt lass mich in Ruhe. Priester. Ach, Bayek. Tut mir leid, ich, Ich suche nach der Exe. Oh, die Exe. Eine weitere Plage für Memphis. Diese Stadt verwelkte unter einem finsteren Fluch. Krankheit, Pestilenz, in der Luft der giftige Gestank. Der Apis-Stier war so krank, dass er fast starb. Die Götter haben uns verlassen. Die Menschen erwarten Antworten von mir, aber ich bin doch genauso ratlos. Pasch! Apis, wie haben wir dich nur erzürnt? Pasch! Der Fluch trifft sogar mein eigenes Haus. Meine Frau Talmotep hatte bereits 3 Fehlgeburten in diesem Jahr. Sie ist wieder schwanger, aber wenn sie das 4. verliert... Ich sehe mir den Fluch mal an. Der Seher meiner Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten. Wenn die Götter verantwortlich sind, kniee ich neben dir und erwarte ihren Richterspruch. Oha, alter Schwede, die Exe, die es hat. Junge, Junge, mal gucken, was abgeht, Leute. So bin ich jetzt mal gespannt, Leute, was mit dem... Nun,
So, bin ich mal gespannt, Leute, was jetzt mit der Echse abgeht. Die Maske der Echse. Okay, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Bin mal gespannt, was die Echse so hier alles macht in Memphis. Wachse, o Licht! Tritt hervor, o Licht! Mein Kind! Endlich bist du gekommen. Wer ist dieser Mann? Er ist unser Erlöser. Seit vielen Jahren warte ich auf ihn. Was? Schnell! Hilf mir, mein Kind im Traum vor dem Tod zu schützen! Lasst uns das Ritual fortsetzen. Bring mir den Kessel! Ich bin der Meister der geheimen Dinge. Die Form der Seele, die im Himmel ruht. Ich bin der Diener des großen Gottes, der uns Licht im Überfluss spendet. Ich bin der Gefährte der Flamme, in deren Schlund das Feuer nicht erlischt. Alter, was geht denn hier ab, alter Schwede? Sobdet, zeige dich hier und heute und antworte mir ohne Lug und Trug. Lass dir die Augen öffnen. Bar jeder Nässe, tritt hervor aus dem Strom. Sobdet, öffne ihnen die Augen. Lass dir die Augen öffnen. Alter Schwede, alter Schwede. Alter, was geht denn hier wieder ab, alter? Meine abartig, oder Leute? Geht schon mal gleich mal in der ersten Folge mit der Echse mal gleich schon ab, Leute. Das muss man schon sagen. Der Anfang ist schon mal Respekt. Macht schon Spaß, der Anfang, oder? Ja, wo sind wir jetzt? Okay. Seltsam, sind wir wieder im Bann von der Echse oder was? Sieht so aus, Leute. Berge von Sand. Was ist das für ein gottverlassener Ort? Alter, was geht denn hier ab, alter Schwede? Ich muss in Bewegung bleiben, sonst verschlingt mich die Wüste. Okay. Alter, was hier? Amen. Dieser Schatten, das ist der Seelenfresser. Alter Schwede, was geht hier ab heute? Oh, ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht, die ihr Seelen fresst und auch die Körper der Toten verschlingt. Welche Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Ich bin nur einer von euch. Eine schöne Brücke.
Nein! Aber keine Echse, das ist eine Schlange. Sieht aus wie eine Okay. Müssen wir jetzt gegen ihn kämpfen oder was? Oha. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ah, da müssen wir jetzt kämpfen oder was? Oha. Okay, wir müssen kämpfen, wie es aussieht. Anubis, Herr der Toten! Hat mich dieser alte Narr vergiftet! Neck! Gift! Ich nehme den Bogen! Fliege in den Himmel damit! Oh Mann, das wird ein langer Kampf, denke ich. Mein Herz wirst du nicht verschlingen! Ich bin der, der die Kordel bindet und der den Schrein versiegelt! Ich nehme den Bogen! Ich fliege den Himmel damit! Oh, Alter, das ist ein harter, langer... Junge, das wird ein schwerer Kampf, glaube ich, Leute. Alter, das wird ein schwerer Kampf, glaube ich, Leute. Anubis, Herr der Toten! Hat mich dieser alte Narr vergiftet? Neck! Gift! Ich nehme den Bogen. Ich fliege den Himmel damit. Mit der den Vernichter zurückschlagen wird. Beschütze mich! Junge, das werden... Mein Herz wirst du nicht verschlingen! Oh, Alter.
der die Kordel bindet und der den Schrein versiegelt. Oh, Alter, das wird ein langer Kampf, denke ich. Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Alter, das wird ein... Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Er wird schwächer. Mein Herz wirst du nicht verschlingen. Oh, oh, Alter. Ich nehme den Bogen. Ich fege den Himmel damit. Okay, Alter. Es wird ein bisschen schwierig, aber mit dem... Alter, das wird ein bisschen heftig, aber wir haben eine Chance gegen ihn, glaube ich. Mein Herz wirst du nicht verschlingen! Tut weh, oder? Okay, hämmer. Alter, hämmer denn jetzt? Alter, schwer, das ist ein cooler Kampf, aber schwer, denke ich. Kehre zum Meer des Chaos zurück! Mich bekommst du nicht, Vernichter! Okay, die Hälfte haben wir schon. Okay, das müssen wir. Du wirst den Zorn des Sonnengottes spüren.
Ich bin die Große in seinem Auge. Alter Schwede, was für ein... Meine Zeit ist noch nicht gekommen! Okay, wir haben ihn schon gut down gekriegt. Ich bin die Große in seinem Auge. Ach, es wird die Dua zerreißen. Ich muss festen Boden erreichen. Kehre zum Meer des Chaos zurück. Ich muss festen. Ich gehe nicht in das Tal der Dunkelheit! Ich muss festen Boden erreichen. Mich bekommst du nicht, Vernichter! Den Zorn des Sonnengottes spüren. Aber Leute, ich würde sagen, den machen wir erst beim nächsten Mal fertig. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.